Meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Legendary Duelist. Und heute die Stunde der Wahrheit. Heute spielen wir jemand anderes und nicht Yu-Gi-Oh! Und wir gehen mal rein. Während Yugis Team ihren Weg durch das Turnier arbeitete, dreht sich unsere Geschichte nun zu Seto Kaiba. Für den einen Moment. Wie du dich erinnerst, Seto wurde nur einmal im Duell Monster besiegt von Yugi. Seto hat einen kleinen Bruder namens Mokabua. Pegasus entführte Mokuba und sperrte ihn in einen Kerker, um Seto in eine Falle zu locken. Und es funktionierte. Als Seto seinen Weg ihr in den Kerker machte, um seinen Bruder zu retten, sprang Pegasus auf seine Falle und stiel Mokubas Seele. So wie Yugis Großvater. Seto Kaiba, kümmerst du dich genug um das Leben deines Bruders und versuchst seine Seele zu retten? Du bist nicht menschlich. Ziemlich menschlich eigentlich, nur außerordentlich begabt. Pegasus warf eine Handvoll von Sternchips zu Kaiba. Hier, du wirst diese für dein Duell gegen Yugi benötigen. Warum machst du das? Meine Gründe gehen niemandem was an. Vielleicht mag ich nur den Kampf des ständigen Tauziehens zwischen dir und Yugi-Junge. Oder vielleicht will ich etwas, das du nicht hier in der Lage bist zu begreifen. Spreche es aus. Was willst du? Will? Ich möchte sehen, ob du in der Lage bist, kleinen Yugi in einem Duell zu besiegen. Und nur, wenn du ihn in einer demütigen Niederlage erfolgreich besiegst, erhältst du die Möglichkeit, mich zu duellieren. Denn wenn du mich schlägst, verspreche ich dir, dessen Bruderseele wiederherzustellen. Im Moment habe ich keine andere Wahl, als das Spiel zu spielen. Aber sobald ich Yugi besiegt habe, komme ich wieder. Und du besser machst dein Versprechen wahr, mein Bruder Seele wiederherzustellen. Denn wenn du dies nicht tust, werde ich eine große Freude haben bei der Trennung von deiner Seele aus deinem Körper und meinen ganz eigenen Weg. Und damit hatte Pegasus einen anderen Duellanten unter seiner Kontrolle, um Yugi zu besiegen. Yugi und ich haben genug Chips, um in die Burg zu gehen. Ist es nicht so, Yugi? Yay! Endlich! Großvater, ich komme! Hey Leute, schaut! Du wirst nicht glauben, wer uns den Weg in die Burg blockiert. Es ist Kaiba! Ich kann dich nicht reinlassen, Yugi. Ich habe 10 Sternchips gewonnen, also geh zur Seite. Du hast vielleicht genug Sternchips gewonnen, um dich für den Duel des Kingdom Playoff zu qualifizieren. Aber ich kann dich nicht erlauben, gegen Pegasus anzutreten. Er gehört mir. Und du und ich werden ein letztes Duell haben, Yugi. Und ich werde dich nicht duellieren. Es muss nicht. Ich muss nicht. Also nicht mehr so sicher, dass dein sogenanntes Herz der Karten dir hilft zu gewinnen. Du hast nur Angst, dass du mich nicht ein zweites Mal schlagen kannst, du Feigling. Halt dich zurück. Er kann dir nichts beweisen. Yugi, du meinst, du hast gewonnen, indem du das Herz der Karten angeklopft hast. Und für eine lange Zeit habe ich nicht gewusst, was das bedeutet. Aber jetzt glaube ich, was das bedeutet. Und ich brauche es. Und es braucht Pegasus, um es mir zu zeigen. Es gab mir einen Grund, mein Herz in den Karten zu setzen. Zum ersten Mal kann ich mit Feuer und Leidenschaft in meinem Herzen duellieren. Yugi, du kannst dieses Duell nicht akzeptieren. Ich habe mich verändert. Ich verdiene einen Rückkampf. Gib mir eine Chance, dich zu duellieren, Yugi. Lass mich dich in den richtigen Gründen spielen. Kaiba, ich akzeptiere dein Duell. Wir werden sehen, was du wirklich gelernt hast. Und wir haben verloren. Ach, was für ein Wunder. Gar nicht mal so schlechte Karten am Anfang. Ja, und wir sind als erstes dran, oder was? Oh, ich habe von ihm gerade aufgepasst. Wir setzen natürlich den hier, Verteidigungsmodus. Was haben wir hier noch für eine schöne Fallenkarte, Zauberkarte? Okay, wir wenden uns hinzu. Diesmal sind wir sogar mal Seto Kaiba. Das ist ja nicht so oft, dass wir mal jemand anderes sind. Und 1300, er wird mich angreifen und er wird es besiegen. Okay. So, wir werden jetzt einfach mal hier beschwören.
Und werde mal in die Battle-Phase gehen und den hier direkt angreifen und ein bisschen Schaden machen. So, und dann würde ich mal sagen, beenden wir uns den Zug. Oh, ja, geil. Das ist ja... Oh, naja, ein 2000er Monster. So, und dann könnten wir ja... Wir aktivieren den Effekt von Kunst des Beschwörers. Können uns eine Karte aus unserem Deck aussuchen, die 5 Sterne oder höher hat. Wir werden uns trotzdem den weißen Drachen mit eiskaltem Blick holen. Wir werden dann noch Sagi, dunkler Clown holen, setzen ihn auch in Verteidigungsmodus, haben 1500 schon und wir wenden uns hinzu. Das war klar, dass er mich angreifen wird. Ich habe mit der Hoffnung eigentlich gespielt, dass er... Warum kann er jetzt noch wechseln? Der hat mich doch an... Ach du Scheiße, 2000. So, wir werden einfach mal den Effekt hier aktivieren. Weil ich weiß nicht, was für... Ach so, das ist... Ja. Okay, jetzt weiß ich, was das für eine Karte war. Hm. Ich hätte auch vorher lesen können. Wir werden uns nochmal Saki holen. Setzen den Verteidigungsmodus. Ich beende meinen Zug. Ich hätte mir jetzt Wiederbelebung nehmen können und... Wiedergeburt und hätte dann eine Karte holen können. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, hat aber auch den folgenden Grund, dass ich eigentlich warte, bis ich irgendwie blauäugige meisten Drachen und sowas habe. Okay, es ist gerade ein bisschen kompliziert, das hier zu lesen, aber ich glaube, ich habe es kapiert. Ich werde jetzt meinen Zug beenden und ihn während der Main-Phase jetzt rauslegen. Ich kann das nur in meiner Main-Phase rauslegen. Okay. Und da haben wir einen Schwertkämpfer. 2000 Damage, leider nicht genug. Werden ihn hier beschwören. Ja, wir nehmen ein Tribut, wir nehmen diese Karte hier und greifen seine verdeckte Karte an. 1000. Okay, nicht schlecht. Gehen jetzt in die Main Phase rein. Hä, aber wann kann ich die denn legen? Kann ich die nur in der ersten Main Phase legen oder? Das ist so eine Sache, die ich nicht ganz so kapiere und mystische Elfe. Was? Was macht das hier? Bitte ein Monster. Oh! Was? Ja! Sicherlich! So, wir setzen einfach mal diese Karte und wenden uns den Zug und hoffen natürlich darauf, dass der Effekt aktiviert wird. Und ja, wir aktivieren natürlich den Effekt und können damit natürlich jetzt dieses Monster hier angreifen. Oder den Effekt drüber senden. Das ist ganz praktisch. So. Dann werde ich noch diese Karte setzen und beende damit meinen Zug eigentlich. Wir können natürlich noch wieder... Ach komm, wir beschwören jetzt hier noch Wiedergeburt und können uns ein Monster holen. Also ich würde mal sagen, hier, den holen wir uns. Lieben gerne wieder, weil 2000 im Angriffsmodus und 2000 hier, warum auch nicht. Und dann bin ich dann natürlich mein Zug. Du bist dran, junger Yami Yui. Obwohl, so jung ist er natürlich auch nicht mehr. Was? Der will mich doch langsam... Der will mich doch verarschen. Der was... Hä? Der kann... So, guck der Gier. Zweimal ziehen. Dann können wir ihn hier beschwören. Wir nehmen zwei Monster als Tribut. Und damit... wird noch der Effekt aktiviert. Genau so. Dann kann ich diese Karte legen. Leider kann ich keine weitere Karte mehr ziehen. Dann werden wir diesen Effekt aktivieren. Hoffen natürlich, dass das hier eine ordentliche Karte ist. Ah, okay. Duplikator. So, und dann werden wir in die Battle Phase gehen. Und ich greife mit meinem weißen Drachen ihn an. Los, blauige Drache mit eiskaltem Blick. So, mir ist auch noch spontan gerade eingefallen. Genau, Effekt aktivieren. Es passt alles so perfekt. Ich kann eine Karte auswählen. Ich aktiviere, so, dann kann ich, dann lege ich noch diese Karte. Nehme den Effekt aktivieren, zerstöre seine Karte hier und ich spiele Prolimation und hole den blauäugigen ultimativen Drachen aus drei weißen Drachen. Eine Fusion der unglaublichen Stärke. Und da werden alle drei fusioniert und wir kommen zum eigentlich dreiköpfigen. Gehen natürlich in den Angriffsmodus. Können noch diese Karte beschwören. Gehen in die Battle-Phase. Und greifen direkt an. Mit 4500. Der hat Kuribu!
Der hat einfach... Nein! Oh, fuck. Das war sowas von klar. Das war... Oh, nein! Okay, was... Ich frage mich, was er mit der Karte holen machen möchte, aber... Ist mir jetzt auch egal. Wir greifen natürlich... Wir gehen in die Battlephase. Ich hätte mir noch die andere Karte vielleicht holen müssen. Ich weiß nicht. Ja. Was? Meine Karte wurde auch zerstört. Warum das? Aber wir greifen direkt an. Mit 4500. Hätte jetzt noch die andere Karte hingelegt, wäre sofort platt gewesen. Aber ich lasse ihn noch eine Runde. Eine Runde lasse ich ihn noch leiden. Leiden muss er. Wir wollen einfach mal die Karte beschwören. Warum eigentlich? Achso, ich wollte eigentlich vorher angreifen. Aber ich will mit der Karte direkt vernichten. Ihr wollt nicht beim Blick gerade wissen. Nee. Ja, natürlich weiter angreifen. Och nein, was soll denn das? Kann ich jetzt... Die Karte kann ich leider nicht legen. Oh, was soll denn das jetzt so? Alter, was soll denn das denn jetzt? Es ist ja egal, welche Karte wir beschwören. So, ab in die Battle-Phase. Es ist fast indirekt. Also wir wissen ja jetzt schon mal, dass er ein Monster hat, was 1200 hat. Und ja. Das ist ja doch nochmal extrem knapp geworden. Also wenn man so nimmt mit zwei... Fuck. Irgendwie habe ich Angst. Ja, als ob. Aber es ist eine Fallenkarte, naja. So, wir beschwören noch diese Karte. Greifen damit sein verdecktes Monster an. Und greifen ihn direkt an. Komm, 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 komm. Nein! Der kommt nicht mehr Hilfe! Was soll das? Was soll das? Der verdammt mich! Alter! Was geht bei dem falsch? Alter, das kannst du jetzt aber schon an. Fuck. Ja, hier, aktivieren. 300 Life Points auf jedes fucking Monster. Achso. Pro Monster auf dem Spielfeld. Ey, wenn er jetzt nochmal hat. Wenn er jetzt einfach nochmal hat. So, selbst mit dieser Karte kann ich jetzt angreifen. Ey, wenn er jetzt noch einmal hat. Alter. Oh. Oh, fuck. Was war's? Yugi wehrte sich, seinen Kampf gegen Kaiba zu beenden, weil er körperlichen Schaden zugefügt hatte. Als Yugi sich weigerte anzugreifen, schlug Kaiba zu nahm den Sieg. Ich kann nicht glauben, der hinterhältige Widerling wischt Yugi aus. Es tut mir leid um deinen Großvater, aber du hast das Richtige getan. Du hättest Kaiba wehgetan, wenn ich war... Und ich weiß, dein Opa möchte nicht auf diese Weise gerettet werden. Danke. Er denkt daran. Ich bekam... Dann denke ich, bekam er, was er wollte. Wenn Yugi getan hätte, was getan werden musste, würde er in der Burg einziehen. Nicht ich. Aber er war zu schwach, um sein Spiel durchzuziehen. Pegasus, sein Plan war perfekt gegangen. Gute Arbeit, Kaiba Junge. Aber dir wünscht, werde ich dein nächster Gegner sein. Klein Yugi spielt nicht annähernd so gut in diesem Rückkampf. Sein Geist ist gebrochen, sein Großvaters Seele bleibt meins. Ja, und damit war das. Alter, Kartenpreis. Das war doch einfach nur krank, die Runde gerade. Ein Duell da drin, sehen wir nächstes Mal. Wir sehen sogar schon, wer das ist. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensa-Wort. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.